Hallo, guten Morgen. Oha, ihr wart ja schon fleißig im Chat. Hallo, guten Morgen an alle. Ich freue mich, dass ihr schon alle da seid. Super. Joanna schreibt, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ich sitze schon mit Kaffee und Strickzeug. Ja. Guten Morgen. Ich bin zu hören, ne? Also ich denke, das ist jetzt mittlerweile okay. Jutta sitzt auch mit Strickzeug. Sehr cool. Schön. Im Übrigen mache ich das auch oft so. Ich gucke ja sehr viel Streams auf Twitch zum Beispiel. Das ist eine Gaming-Plattform, wo überwiegend Gaming gestreamt wird. Ich gucke oft gar nicht hin. Es geht auch ums Hören. Man kann wunderbar ein bisschen was anderes nebenher machen und dann zuhören und nebenher stricken oder was auch immer. So, guten Morgen an alle. Aus Österreich, aus Stuttgart, aus Tirol. Das finde ich cool. Bettina schreibt gut zu hören. Meinst du das mit dem Zuhören vom Stream? Ja, also das finde ich am entspanntesten. Und ja, gut zu hören. Ach so, gut zu hören, Herrgott. Ja. Ich bin zwar schon so ein bisschen auf, aber ich habe das Gefühl, an diesem Wochenende schlägt ein kleines bisschen, na, wie soll ich sagen, Müdigkeit zu. So die letzten Monate waren ja so angespannt und immer wieder was Neues, immer wieder was anderes. Also insgesamt schon sehr anstrengend. Und bei mir löst sich das gerade alles so ein bisschen und da kommt natürlich auch. Aber das soll uns nicht weiter stören. Die Laune ist trotzdem gut. Ich hatte gestern nämlich tollen Besuch auch im Atelier. Ich weiß gar nicht, ob Sie schon im Stream sind. Ach doch, Andrea, hallo. Guten Morgen. Und Sieglinde auch. Guten Morgen. Da sehe ich euch ja. Weil die beiden haben mich gestern im Atelier besucht. Eigentlich haben wir ja samstags geschlossen, aber weil wir nur so super kleine Öffnungszeiten haben, biete ich das gerne an, so einmal im Monat, für die, die von weiter her kommen, trotzdem aufzumachen. Und das haben wir dann gestern gemacht. Sieglinde und Andrea waren da. Die kamen, ihr kommt, ich meine, ihr hattet beide so 150 Kilometer eine Strecke, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Sieglinde war mit dem Auto und Andrea habe ich in Pferden abgeholt vom Bahnhof, weil diese Busverbindung hier raus, die ist wirklich grottig. Ja, und dann haben wir uns bei einem Käffchen es gemütlich gemacht, Wolle geguckt, die Jacke Alesha anprobiert und dann war das sehr schön, ist auch für mich immer schön. Am Wochenende ist es so schön ruhig, da habe ich dann auch ein bisschen Muße. Und wer das von euch gerne mal machen möchte oder auch mit einer Strickgruppe kommen zu einem gemütlichen Nachmittag, also super gerne. Schreibt mich an, dann machen wir einen Termin. Hallo, guten Morgen, Sonja. Kerstin Schumann hat den Corona-Koller und kann nicht nach Ägypten. Tja, ich glaube, jeder hat sowas in der Art. Irgendeine Einbuße, das ist leider so. Ulla fragt, hallo Claudia, kannst du heute erklären, wie man einen Fade strickt? Ich stehe gerade auf der Leitung. Ich weiß nicht mal, was das ist. Was ist ein Fade? Vielleicht kann ich es stricken, wenn ich wüsste, was das ist. Ja. Ja, schreib mir das doch noch mal, was das ist. Ja, was sich Andrea und Sieglinde dann ausgesucht haben, dazu komme ich noch, weil es geht ja auch heute um Wolle für Alesha und ich habe noch so ein paar andere Ideen. Das kommt aber später. Jetzt muss ich euch erstmal noch ein paar Sachen vorlesen und zwar schrieb, wo habe ich's da? Renate.
Liebe Claudia, arbeite gerade mit dem kürzlich von deinem Store gekauften Garn an meinem dritten Hebemaschentuch, mein Lieblingsmuster. Grüße aus Tirol. Also Renate, es ist auch mein Lieblingsmuster, es macht süchtig. Ich habe auch schon wieder eins in Arbeit und ich denke Sonja, meine Mitarbeiterin aus dem Atelier, auch. Ich kann es voll verstehen, es ist ein tolles Muster. Und so, Quatsch, Renate hat auch ein Bild geschickt dazu. Das ist sie gerade, hat sie gerade in Arbeit. Pitura mit einem anderen Garn, Hebemaschenmuster. Dann hat mir Tim geschrieben, voll süß. Tim ist, ein Moment, da genau. Tim ist ein junger Mann, der mir gelegentlich schreibt im Auftrag seiner Mutter. Und vor ein paar Tagen schrieb er: Hallo Claudia, vielen Dank für deine schnelle Nachricht. Meine Mutter wollte Ihnen nur einmal mitteilen, dass sie ihre Jacke fertig bekommen hat mit dem Raglan und Ihnen das Ergebnis zeigen. Sie ist schon wieder dabei, eine neue Jacke anzufertigen mit der Wolle aus ihrem Shop. Meine Mutter ist total begeistert. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. So, also Tim, finde ich super süß, dass du das für deine Mutter machst. Vielen Dank. Und das hier ist die erste Jacke von Mama Gundula von hinten. Und sie hat eine neue auch schon wieder angeschlagen. Das ist die Bat, eine hundertprozentige Baumwolle. Schönes Sommergarn aus meinem Shop. Das finde ich immer voll süß, wenn Söhne sowas für ihre Mamas machen. Fate ist, glaube ich, von Steven West. Steven West, schreibt Kerstin. Ich bin manchmal sehr unbedarft, was andere Designer angeht. Ich bin so in meiner Welt unterwegs. Ich habe so viele. Ich arbeite mit Noro, mit Knitting Fever, mit Juniper Moon Farm. International, dass mir oft so was so anders passiert, hinten überfällt, ist aber auch nicht weiter schlimm. So, guten Morgen aus Gütersloh. Ich hätte eine Frage zum Farbmusterstricken in der Passe. Ja, Tanja, können wir auch gerne später noch machen. Und ich fahre mal hier kurz weiter. Dann haben mich viele Fragen schon zu Alesha erreicht. Und ich habe auch schon sehr viel beantwortet. Ein paar E-Mails fehlen mir noch, wenn die so sehr ausführlich zu beantworten sind. Ich will das nicht so hinklatschen und mal zwischendurch machen. Ich beantworte das noch, brauche aber ein bisschen Muße. Weil bei uns ist das generell so, wir sind so gut organisiert, Sonja Petersen und ich, dass wir alle eure E-Mails beantworten, meist auch recht schnell, innerhalb von Stunden, wenn er uns in der Geschäftszeit erwischt, spätestens am nächsten oder am übernächsten Tag. Also uns geht selten eine Antwort mal durch die Lappen. Aber solltet ihr mal nach einer Woche längstens von uns nichts hören, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Dann ist es im Spam gelandet oder nicht angekommen oder irgendwas. Dann schreibt einfach nochmal. Und wie gesagt, die ausführlichen Fragen zu Alesha, ich habe ja gesagt, ich beantworte alles. Das kommt Anfang nächster Woche. Dann war in der Facebook-Gruppe eine super spannende Frage. Moment. Das hier ist ja die Facebook-Gruppe. Die Frage war, jetzt habe ich vergessen, von wem verflixt. Die Frage war nach Noro-Garnen. Diejenige will gerne auch Läscher stricken aus einem Noro-Garn, aber war irritiert, weil auf dem Etikett drauf steht nicht waschen, sondern Reinigung. Und das ist auch richtig, dass es da drauf steht. Auf jedem Noro-Etikett steht das drauf. Nicht waschen, sondern reinigen. Es ist aber praktisch gesehen Quatsch. Die lassen sich nämlich super waschen, die Garne. Und Sonja, ich
ich sage jetzt immer Sonja Petersen, ich sehe mindestens zwei Sonjas, wäscht ihre Noro-Jacken sogar in der Waschmaschine und da passiert nichts mit. Warum das jetzt da draufsteht, liegt in der Mentalität der Japaner begründet. Die sind nämlich unglaublich vorsichtig und haben Angst vor Regressansprüchen. Und weil Noro ja schon eine sehr große Marke ist, die nicht nur Handstrickgarne, sondern auch Maschinenstrickgarne herstellen und das weltweit und das seit über 35 Jahren, haben die Angst. Und aus Vorsicht ist das da drauf. Ist aber, wie gesagt, praktisch Quatsch. Man kann das wunderbar waschen. Ja. Und vielleicht an der Stelle doch nochmal interessant, weil Norogarne, die einzigen Garne sind, die hergestellt werden, indem die Faser gefärbt wird. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich fand das immer super spannend. Alle anderen Farbverlaufsgarne, selbststreifende Garne, die werden so hergestellt, dass erst das weiße Garn gemacht wird und auf dem weißen Faden kommt dann die Farbe. Also erst weiß als Garn und dann die Färbung. Noro macht es als einzige Firma weltweit andersrum. Die färben nämlich erst die ganzen Fasern ungesponnen und dann hat man für einen Bobbel bis zu 20 und hier in der Ito sogar bis zu 32 Faserhäufchen gefärbt und dann wird das Ganze erst zu einem Garn versponnen. Also da sind die einzigen, die das so machen, mit irre viel Handarbeit. Das hat mich immer sehr beeindruckt. So. Fade ist von Steven West, wenn eine Farbe in die andere überblendet. Ach so, Fade, wie die Übersetzung auch. Von Verlauf, Verbleichen, ist ja eigentlich logisch. Wie würde ich das machen? Also das wird nicht auf dem Garn gefärbt, sondern man imitiert es beim Stricken. Dann würde ich mir sehr viele, sehr, sehr dünne Garne besorgen. Ich sage jetzt mal, ich fange mit Grau an und entscheide, dass mein Strickteil fünffädig gestrickt werden soll. Das Garn ist sehr dünn. Also nehme ich mir 5 graue Fäden und stricke. Dann nehme ich einen von denen weg und tue die zweite Farbe dazu, stricke wieder mein Stück, tue wieder einen weg und so weiter. Also so würde ich Fade umsetzen. Ich weiß allerdings nicht, wie Steven West das gemacht hat. Ich habe das, kann ich euch das jetzt auf die Schnelle zeigen? Ja, wir haben ja Zeit, ne? Dann kann ich ja mal kurz in meinen Bildern suchen. Ach Quatsch, da habe ich jetzt keine Lust, das dauert zu lange. Aber das ist das Prinzip hinter Fade, dass man mit mehreren Fäden strickt und immer einen austauscht. Ich hätte eine Frage zum Farbmuster stricken in der Passe. Okay, Tanja, schreib deine Frage in den Chat und dann gucke ich mal, ob ich das auf die Schnelle heute hinkriege. Veronika schreibt, habe eben bei meinem Tuch Fäden vernäht und suche ein neues Projekt. Alesha vielleicht? Das wäre doch vielleicht etwas. Denn es gibt mittlerweile eine Landingpage zu Alesha. Moment, Moment. Ich habe hier 23.000 Fenster auf einmal geöffnet. Das hier ist die Landingpage zu Alesha.
Und mein Plan ist so, wir fangen, muss eben die Frage von Rubator vorlesen, aber nur mit einem Faden strickt man eine Zeit lang abwechselnd mit der einen und der anderen. Bezieht sich das auf den Fade? Ach nee, das bezieht sich auf Kerstins Antwort. Wenn du zweifädig strickst, dann einen Faden mit der nächsten Farbe ersetzen. Dann den zweiten Faden vom Ursprung mit der zweiten Farbe ersetzen und so weiter, dass man den Verlauf hinbekommt. Genau. Ja. Suasma schreibt, ist das der Grund, warum in den Norogan öfter mal Knoten sind? Das ist exakt der Grund. Denn durch diese Handarbeit, das kann man nicht mit der Maschine machen. Das muss man mit Hand machen. Und alles, was nicht maschinell hergestellt ist, das ist natürlich auch nicht so 100% exakt. Das ist mal dicker, das ist mal dünner. Ab und zu reißt es. Und daher kommen auch die Knoten im Norogan. Das ist richtig. Aka, was ist eine Landingpage? Eine Landingpage ist das, wenn du auf den Link klickst von Knitalong Alesha. Also eine extra Seite, die nur den Zweck erfüllt, eine Sache vorzustellen. Die findest du auch sonst nirgendwo im Netz. Die ist nicht im Shop veröffentlicht. Das ist nur speziell für den Knitalong. Und den kannst du nur über den Link erreichen. Das ist eine Landingpage. Und ich habe da ist sie, nochmal beschrieben, wie ich mir das mit Alesha vorstelle. Und vor allen Dingen, wenn ihr eure E-Mail-Adresse eintragt für den Newsletter, bekommt ihr die Strickanleitung. Das ist ganz gut, wenn ihr euch die vorher holt. Jeder, der schon Newsletter-Empfänger ist, macht das trotzdem und bekommt dann auch die Strickanleitung, weil ich werde natürlich Alesha Schritt für Schritt in Videos erklären. Trotzdem, wenn ihr die Anleitung und den Schnitt da liegen habt und eure Notizen und in den Schnitt rein kritzeln könnt, ist das immer besser. Beides parallel. Und der Knitalong, beziehungsweise nächste Woche starte ich mit dem Videokurs über verkürzte Reihen. Das kleckert sich dann bis Ende Mai. Und dann anschließend kommt der Videokurs zu Alesha mit unseren Livestreams dazu und mit der Facebook-Gruppe und so weiter. Und ja, so habe ich mir das gedacht. Ich habe noch nie einen Knitalong selber mitgestrickt und ich habe auch noch nie einen aufgesetzt. Ich finde das aber gut, weil so bin ich völlig frei und werde das so gestalten, wie ich denke, wie das für uns am besten passt. Trotzdem hätte ich natürlich gerne euer Feedback. Wer schon mal Knitalongs gestrickt hat, was war da gut, was war da schlecht? Ihr müsst ja keine Namen nennen oder bei wem das war, das interessiert mich nicht. Aber Feedback oder was ihr gerne hättet, finde ich gut. Und ich stelle mir vor, dass wir ab Ende Mai dann das Ganze über 2 Monate ziehen. Und damit es nicht zu stressig wird. Und ich werde mir Wolle hinlegen, trotzdem meine anderen Projekte weiter stricken, aber dann eben speziell für den Knitalong. Dagmar Nagel schreibt, leider ist die Anleitung für mich zu klein. Ja, die Anleitung geht bis Größe 46. Aber wir werden die ja auch vergrößern bzw. verkleinern im Strickkurs, im Videokurs oder im Livestream. Also die lässt sich nicht unendlich vergrößern, aber über die nächsten 2, 3, 4 Konfektionsgrößen, das ist locker zu machen. Genau, so habe ich mir das gedacht mit dem Knitalong. Und damit starten wir dann gemütlich Ende Mai. Und ich habe auch Claudia M., das ist Claudia Meyer, denke ich, eben im Chat entdeckt. Am Ende des letzten Livestreams, letzte Woche, kam noch eine Frage. Oh, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen.
das, ich muss mir das aufschreiben. Es kam eine Frage: Ich bin blond, ich würde gerne Mokka stricken. Steht mir das? Und ich habe pauschal gesagt: Ja, klar, Mokka, blond, das geht. Und dann hat mich Claudia Meyer angesprochen und gesagt: So pauschal kann man das nicht sagen. Das kommt auf andere Sachen an, wie Augenfarbe, Naturhaarfarbe und so weiter. Und so kamen wir ins Gespräch und haben dann einen Plan entwickelt, dass Claudia Meyer, sie ist nämlich Farbberaterin, nächste Woche Sonntag hier zu Gast im Stream sein wird. Und wir sammeln die ganze Woche über eure Fragen ein, wie das geht. Werden hier eigentlich meine Bots verlinkt? Ich sehe noch gar keinen. Das ist sehr ärgerlich. Dann verlinke ich es euch manuell. Wie das Ganze geht, welche Angaben Claudia braucht für... Da. Zip. Unter diesem Link findet ihr, welche Fragen, welche Antworten, welche Angaben Claudia braucht, um eine Aussage zu treffen. Und das sammeln wir die ganze Woche überall. Schreibt, stellt eure Fragen und dann im nächsten Stream geht es nur um, welche Farbe steht mir. Da freue ich mich riesig drauf und das wird bestimmt super spannend, auch wenn man jetzt selber direkt keine Frage hat, aber das, was ich mit Claudia schon vorab besprochen habe, kann euch sagen, toll. So. Jetzt muss ich aber mal kurz den Chat studieren. Annette schreibt, Claudia, könntest du mal erklären, wie man einen Rundhalsausschnitt und einen V-Ausschnitt beim Raglan-Pullover berechnet? Ja, das kann ich machen. Das ist aber nichts, was heute geht, weil das braucht ein bisschen Zeit. Aber das meinst du, glaube ich, auch nicht heute. Ich wollte ja eh irgendwann nochmal einen Kurs über Raglan von oben Pullover anhängen. Da kann ich das gerne integrieren. Das kann man aber nicht so auf die Schnelle erklären. Carola schreibt, ich würde gerne eine Raglanjacke mit Batt stricken. Reichen zwei von einer Farbe für die Passe? Zwei von einer Farbe für die Passe. Ja. Mein Pullover, dieser hier, hat 600 Gramm. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nee, 800. Ich brauchte manche Farben doppelt. Das ist aber ein richtig großer Pullover, Größe 46, aus Batt gestrickt und zwei von einer Farbe für die Passe müsste reichen, weil ich habe hier gelb und hellblau verstrickt und ich hatte noch Rest. Also 200 Gramm für die Passe reicht. So, so, große Power aus Hessen also. Das finde ich gut. Und auch Berlin. Rubator schreibt auch, dass ihre Noro-Projekte in die Waschmaschine kommen. Ja, das geht auch. Ich habe auch in der ich habe mal einmal versucht, bewusst Noro zu filzen. Ich habe 3, 4, 5 Mal gewaschen, immer heißer, immer heißer. Es tat sich nichts. Ich war schon richtig verzweifelt. Sollte eine Tasche werden, die sich hinterher filzte. Aber also ich würde da auch nicht so übervorsichtig sein. Einfach mal ausprobieren. So. Wo sind wir? Jutta schreibt, zu Fate, ich stricke gerade das Fischetuch aus Painted Lace, das ist dreifarbig und nacheinander wird ein Faden ersetzt. Ja. Genau. Huch. So. Dagmar schreibt, übrigens, es wäre schön, wenn deine Homepage handyfähig wäre. Dagmar, das ist sie.
Die ist responsive und lässt sich auf allen Endgeräten darstellen, angefangen vom Rechner bis Tablet, Landscape oder Porträt und auch Handy. Nimmst du eventuell Safari? Also Handy, Google Chrome geht super. Safari ist uralt, wird seit 10 Jahren nicht mehr geupdatet und deshalb lässt sich die Seite damit gar nicht darstellen auf dem Handy. Aber nimm einfach einen anderen Browser, dann müsste das eigentlich gehen. Und apropos Shop und Darstellen, auch diese Frage erreicht uns sehr oft, dass so ist der Shop kaputt, ich kann ihn nicht aufrufen. Das liegt, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, zu 100% nicht an uns, weil wir haben ein ganz engmaschiges Kontrollsystem und unsere Shop-Betreiber, die arbeiten 24 Stunden, 7 Tage die Woche, weil es ist viel zu gefährlich, wenn da mal irgendwas ist und der Shop läuft nicht. Ein ganz häufiges Problem ist, dass euer Browser-Cache alte Daten gespeichert hat. Ich habe dazu mal ein Video gemacht übrigens. Da verlinke ich in den Chat, wie das geht mit dem Browser Cache leeren. Also das würde ich immer mal ausprobieren, bevor vor allem anderen. Entweder ihr habt ja in der Browserzeile so einen kleinen Pfeil, womit sich das aktualisiert. Entweder da öfter mal draufklicken oder Cache löschen. Ja, danke Sonja, das ist eine super Idee, schreibt Sonja. Das ist wirklich hilfreich bei der Farbwahl. Und wenn ihr jetzt schon Wolle habt, dann halt für die nächste, also so ganz generell, das ist ein spannendes Thema. Hanni schreibt, ich bin immer mit dem Handy dabei, es funktioniert. Ja, wir sind jetzt hier aber ja auch YouTube und nicht auf der Shop-Seite, aber die Shop-Seite geht. Das weiß ich, probier es einfach nochmal, Dagmar. So, sonnige Grüße aus Dahlbrügge. Ach, das ist ja meine Mama. Hallo Ingrid. Guten Morgen. Safari geht bei dir, Hanni? Oh, okay, cool. Also bei mir nicht. Aber ich habe die auch schon gar nicht mehr, weil ich fast nur noch Google Chrome benutze. So, was? Ach so, ja. Dann habe ich noch ein paar. Jutta schreibt, geht es um Frühling, Sommer, Herbst und Winter? Nein, darum geht es eben nicht. Das ist so eine. Claudia Meier, bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber das ist eine etwas veraltete. Das hat man früher gemacht. Mittlerweile geht man sehr viel genauer auf Hautunterton, Naturhaarfarbe und Augenfarbe ein, ob jemand schnell bräunt oder nicht. Und Claudia schreibt, die 4 Jahreszeiten sind veraltet. Aha, danke. Puh, danke. Also Claudia ist die Expertin in diesem Bereich, nicht ich. Dann wird in Schubladen gesteckt. Es geht sehr viel mehr. Ja, exakt so. Genau. Ich habe das früher mal gemacht, nach diesem Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ich habe mich da aber gar nicht wirklich wiedergefunden. Und dann hatte ich im Atelier sehr lange eine Maskenbildnerin aus Hamburg, die das exakt so macht wie Claudia Meier. Und das war spannend, weil das war viel individueller. Oh, jetzt kommen auch endlich meine Streambots zum Einsatz. Schön. Danke, Marianne, für das Feedback. Die Shopseite funktioniert. Das
Höre ich sehr gerne. Ja, so, ich habe noch ein paar Fragen auf dem Plan zu Alesha. Jutta fragte nach Sonata in Vanille. Das sieht so aus. Es ist ein Wollweißton. Nicht so reinweiß, man sieht es ja hier schon. Das ist reinweiß. Das Wollweiß oder Vanillesonata ist ein bisschen Richtung Wollweiß, ein bisschen gebrochenes Weiß. Diese Sonate hat sich gestern, oh, die Farbe ist fies hier im Stream, so ist es gar nicht, so ein leichter lila Ton, leicht pastellig, die hat sich Sieglinde ausgesucht. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Am Tageslicht war das ein super toller lila Ton. Und was sich Andrea gestern ausgesucht hat, diese Wolle hatte ich gar nicht auf der Pfanne. Das war sehr interessant. Andrea hat gesagt, ich will was Dünnes, was Leichtes und hat diese Jacke entdeckt, die ich hier gerade trage. Die ist aus Harriet Fine gestrickt. Harriet Fine ist ein Sockengarn und ich hatte die nicht auf dem Schirm, weil ich nicht gerne so dünn stricke. Aber diese Jacke ist Größe 46, lange Arme, wiegt 400 Gramm aus Harriet Fine und das war dann eben auch Andreas Wahl für ihre Alesha. Das habe ich vergessen, ist aber ein super Tipp. Wer gerne drin strickt mit Nadel 3, für den wäre die Harriet Fine auch eine tolle Variante. Also um die 400 bis 500 Gramm je Größe und das ist ja für so eine große Jacke in Größe 46 herum nichts. Renate schreibt, richtig, der Browser muss aktualisiert werden. Ich benutze auch nur Chrome. Ja, Chrome ist der modernste zurzeit. Ja. Ja, Harriet Fine. Also Harriet gibt es ja in drei Stärken. Es gibt Fein, das ist die dünnste. Dann gibt es die mittlere, die Harriet. Nehmt die nicht, die ist viel zu dick, wird viel zu schwer. Und dann gibt es noch die Harriet Great, das ist die dickste, die ist sowieso viel zu dick. Also seht zu, dass die Wolle wirklich schön dünn ist für Alesha. Und da hatte mich noch Carola angeschrieben. Und gefragt, was ist, wenn ich jetzt Findlay Dappled, die Farbe wird richtig schön dargestellt. Also das verstehe ich nicht. Manche Farben will die Cam einfach nicht. Das hier sieht alles so richtig gut aus, wie im Original auch. Also, wie gesagt, wo war ich stehen geblieben? Carola fragte. Ich möchte vielleicht ein Findlay Dappled Garn mit einem Mohairfaden mischen. Ist eine super Idee und ich zeige euch dazu Bilder von Modellen, die wir im Atelier hatten. Aus Findlay Dappled und einem Mohairfaden gemischt. Es wird sehr mild, sehr meliert, das Strickbild. Also nicht knallig, nicht kräftig, aber wunderschön meliert. Rosa, von rosa über Petrol bis zart hellgrau geht das alles. Und das Witzige ist, selbst wenn die beiden Farben jetzt nicht so wirklich toll zusammenpassen. Es vermischt sich aber toll. Also Carola, du kannst dich da austoben. Auch das wäre eine tolle Kombi für Alesha. Und die Findlay Dappled, die hat echt tolle Farbzusammensetzungen.
Zusammenstellungen. Oder die Findlay in Uni könnte man natürlich auch toll nehmen. Tick, 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 alles nach hinten. Wer es jetzt nicht meliert haben möchte, sondern Uni, aber der ist ja vom Grund her zu dünn. Mit dem Lace-Faden kann man jetzt keine Jacke stricken. Deshalb kommt ja der Flauschfaden dazu. Ob man jetzt die Deppelt, also die Melierte nimmt oder die Unifarbene und mit einem Flauschfaden mischt, das geht wunderbar auch für die Alesha. Nach Pitura hatte Carola auch gefragt, aber Pitura finde ich zu dünn. So. Annette fragt, könntest du bitte mal Sonata in Farbe Stone zeigen? Kann ich das jetzt auf die Schnelle? Ich habe natürlich auch, und ich bin da ein bisschen begünstigt als Designerin, weil sonst bekommt man diese Farbkarten gar nicht. Eine Sonata-Farbkarte, allerdings sind diese Noro-Farbkarten sind so riesig, 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 dass die immer schlecht ins Bild passen. Was ist denn Farbe Stone? Weißt du das auswendig? Mal kurz in meinen Shop gucken, ob ich die Stone von Sonata hier habe, auf meiner Farbkarte. Stone ist 03. Oh ja, das ist diese hier. Es ist ein super schöner Petrolton. Kannst du es sehen? Ja, ne? Ich habe die Cam sehr hell eingestellt. Also der ist in Wirklichkeit etwas dunkler. Aber ist eine schöne Farbe für Alesha. 100%. So viel zu Farbe Stone. Turit schreibt, ich möchte die Alesha aus Sockenwolle stricken und Silky Wool dazu nehmen. Wie viel brauche ich von der Silky Wool? Genauso wie die angegebene Menge. Ja, dieses Thema hatten wir gestern auch. Ich habe ja überschlagsweise das mal so aufgeschrieben. Und wir haben gestern, als Andrea und Sieglinde da waren, auch darüber diskutiert. Und Andrea sagte, das passt bei ihr nie, weil sie immer super fest strickt. Das heißt, das sind nur grobe Angaben für die Originalwolle. Ich würde im Zweifel immer ein bisschen mehr nehmen. Das bedeutet jetzt ganz konkret, dass du Turit von Silky Wool dich an diesen Metern dieser Tabelle orientieren kannst und dann von beiden die gleiche Metermenge brauchst. Wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe. Sieglinde schreibt, die Farbe sieht im Original anders aus. Ja, das ist auch bei deiner Farbe. Ich weiß nicht, also das Lila ging gar nicht, aber sonst, wenn ich hier was zeige, das sieht meistens so aus wie in echt. Liebe Claudia, herzlichen Dank, dass du das hier so machst. Ja, sehr gerne. Macht mir auch viel Spaß. Und auch gerne für die Anleitung. Ich möchte, dass das gut wird. Ich möchte, dass jeder auch einen Erfolg hat. Und auch wenn das für mich ziemlich viel Arbeit bedeutet, auch das Fragen beantworten, aber das ist egal. Mir geht es darum, dass es Spaß macht und dass es gelingt. Und das ist ein super schönes Feedback, was ich auch im Atelier immer bekomme, wo viele kommen und sagen, ohne deine Hilfe, ich hätte mich da nie ran getraut, aber es hat so toll geklappt, ich bin so froh und jetzt traue ich mich auch weiter. Also das ist mir immer wichtig, das finde ich toll und deshalb
tue ich auch gerne meinen Teil. Christiane, ich habe bei dir die Cumulus Dappled bestellt und bin total begeistert von diesem wunderschönen weichen Garn. Ich komme mit der Maschenprobe auf 14 Maschen. Geht das für Alesha? Würde ich Alesha aus Cumulus stricken? Spontan hätte ich gesagt, ist mir ein bisschen dick, aber warum eigentlich nicht? Warum nicht? Christiane, ich schreibe mir das mal auf und komme auf dich zurück. Maschenprobe, Nadel 4, 14 Maschen. Nee, ich schreibe mir das nicht auf, weil wir machen das jetzt. Du musst ordentlich viel umrechnen, das ist aber nicht so schwer, das machen wir ja sowieso. Und du wirst sicherlich... Welche Größe eigentlich, Christiane? Also die Größe müsste ich wissen, sonst weiß ich nicht, wie viel du brauchst. Nee, Annette, die Farbe Sonata in Stone ist mehr ein Grau-Petrol. Silke schreibt, Sockengarn und Flausch habe ich mich schon für entschieden. Finde ich auch eine super Wahl. Uni oder Farbverlauf geht beides. Passt beides. Jutta schreibt noch eine kleine Idee für Alesha. Wenn ich die Godets mit einer anderen Farbe stricke, Kontrast oder das gleiche, nur dunkler. Ja, auch das hatten wir gestern im Atelier. Die Jacke ist ja sehr lang. Und, oh, auch Sonja hat Godet mit Kontrastfarbe im Auge. Gut, Andrea wollte es auch so machen. Ich habe dir ein bisschen davon abgebracht. Ich hoffe jetzt nicht zu Unrecht. Weil meine Überlegung war, das ist ja eine unglaublich ausdrucksstarke Jacke. Die hat ja schon ganz viel Designelemente. Die hat die Godets, die hat verschiedene Strickmuster, Perlmuster, Rippen, verkürzte Reihen. Also an dieser Jacke ist designtechnisch ja schon ganz viel dran. Dann noch mit Farben zu machen, das war mir persönlich, es ist aber nur meine persönliche Meinung, zu viel des Guten. So. Aber vom Stricken her würde das natürlich super Spaß machen. Also keine Frage. Die jetzt noch kontrastfarbreich einzubauen, super. Und Jutta hatte uns ja mal ein ganz tolles Bild auch gezeigt dazu. Eine Godet-Jacke von sich, die ähnlich aufgebaut war wie Alesha, die das so hatte. Also hört nicht auf mich. Wenn ihr das so machen wollt, macht es so. Das ist keine Wertung, es ist nur Geschmack und Geschmack über Geschmack lässt sich nicht streiten. Christiane, Größe 42, 44. Cumulus für Alesha, Größe 42, 44. Cumulus hat 260 Meter, wenn ich mich recht erinnere. 260, 800 Gramm Minimum. Außer du lässt Godets weg, machst sie kürzer oder so. Aber als Anhaltspunkt. Familie Weiß. Anja von Familie Weiß schreibt, was hältst du von einer Wolle mit je 50 Baumwolle und Seide? Wird das zu schwer? Nö. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen oder sehen, ist die dick, ist die dünn, aber prinzipiell ist die Mischung okay. Könnte sogar sehr schön sein. Danke, Susanne. Ja, vielen lieben Dank. Freut mich immer, wenn es euch auch gefällt.
Nein, nicht Gisela. Doch, Gisela. Gisela hatte geschrieben. Nee, Sonja, über Geschmack lässt sich nicht. Genau. Geschmack ist Geschmack, da gibt es kein Gut oder Schlecht. Gisela hat heute Morgen geschrieben, ich habe schöne Mohair-Wolle und ich überlege auch am Knitalong teilzunehmen. Kann man denn die Jacke auch aus Mohair stricken? Wenn Gisela ein Mohair meint, wie meine Silky Wool. Es gibt ja auch dicke und dünne Mohair-Garne. Die Silky Wool, die hat eine Lauflänge von 200 Meter auf 25 Gramm. Das ist natürlich ein Hauch. Und da kann ich dann gleich noch mal ein Bild von Sonja zeigen, die da. Das ist ungefähr Mohairstärke von Silky Wool, 200 Meter auf 25 Gramm. Ich weiß nicht, Sonja hat nicht geschrieben, wie schwer dieser Pulli ist. Es ging auch um eine andere Frage, wo ich gleich noch zu komme. Aber ich schätze, dass der nicht oder um die 200 Gramm herum wiegt. So ein leichter Pulli. Und wenn ich mir das für Alesha vorstelle, ist eigentlich ein bisschen zu leicht. Wenn man jetzt ein schwereres Mohair hat, ein dickeres, wird das durchaus gehen. Aber so ein super dünnes kann ich mir schlecht vorstellen. Sonja hat mir dieses Bild heute Morgen geschickt, weil sie noch an ihrer Raglan-Jacke dran ist und das Bündchen jetzt dran gestrickt hat. Also das Abschlussbündchen und damit nicht zufrieden ist, es gefällt ihr nicht. Jetzt weiß ich nicht genau, was ihr daran nicht gefällt. Vielleicht, weil es die Optik stört. Das Ganze ist so schön leicht und weich und glatt. Und dann jetzt so ein 1 und 1 Rippenbündchen dran. Sieht ja manchmal auch nicht so schön aus. Und deshalb hat sie dieses Bild mitgeschickt. Da ist nämlich ein I-Cord drumherum. Und das kannst du doch auch an deiner Raglan-Jacke machen. Würde ich genauso. Sonja schreibt 200 Gramm, der Rest ist Schal. Ne, das habe ich aber gut geschätzt. Ja, aber so sind so leichte Mohair-Pullis, so um den Dreh. Mal ein bisschen leichter, mal ein bisschen schwerer, aber mir persönlich wäre das zu leicht für die Alesha. Meine Mama schreibt also. Wenn ich was dazu sagen darf, natürlich, Ingrid, jederzeit, bitte. Cumulus ist zu dick. Ich kann mir das schlecht vorstellen, dass die Godets schön fallen. Ja, ich bin hin und her gerissen. Wir haben ja eine Jacke aus Cumulus im Atelier und so schlecht ist die eigentlich nicht. Aber wenn. Oh ja, jetzt weiß ich es doch. Ich würde das davon abhängig machen. Wenn ich jetzt eine A-Form habe, es ist ja nicht so, dass Alesha auf A-Form gar nicht passt. Aber je ausgeprägter die A-Figur ist, desto wichtiger wird es, dass Alesha weich fällt. Und Cumulus fällt bei den Godets, da gebe ich meiner Mama 100% recht, fällt nicht so weich und fluffig wie bei einer dünneren Wolle, zum Beispiel Sonata oder Harriet Fine. Auf jeden Fall. Turit schreibt, die Cumulus ist der Wahnsinn. Ja, und es warten immer noch so viele von euch auf die Cumulus. Es war ja so, dass wegen Corona Shutdown die Grenzen geschlossen wurden. Die ganze Cumulus liegt in Italien und wartet nur darauf, dass sie nach Amerika verschifft werden kann. Und dann kriegen auch wir endlich wieder Cumulus und können es an euch weiterleiten.
Okay, Sonja, sorry, bin abgekommen vom Hölzchen auf Stöckchen. Mach an deine Jacke, das war der Anfang von der Raglan-Jacke, das ist jetzt das Ende. Mach doch auch einfach ein I-Cord, das, wenn es dir um die Optik geht. Sonja schreibt, ich glaube auch, dass Alesha nur aus Mohair nicht gut geht. Die Alesha braucht ein bisschen Gewicht, ja. Das braucht sie. Das ist richtig. Ah, Sonja schreibt, das Patent in der Blende passt nicht mit dem Bündchen optisch zusammen. Okay, das ist es. Ja, hier ist so ein Bruch drin, ne? So, dann könntest du entweder die Blende bis ganz unten hin weiterführen und das hier anstoßen lassen. Oder das Bündchen weglassen und ein I-Cord machen. Genau. Tanja fragt, ist der Knitalong auch was für Anfänger? Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Schrittchen für Schrittchen und ihr könnt fragen. Und keiner wird alleine gelassen. Ich denke schon, weil Alesha ist vom Schnitt her so schwierig gar nicht. Sieht sehr kompliziert aus wegen den Godets, aber vom Grund her ist sie so schwierig nicht. Und ich denke, mit Unterstützung, mit Fragen stellen können, mit immer wieder hier im Stream sich rückversichern oder auch in der Facebook-Gruppe, kriegt das jeder hin. Charlotte fragt, kann ich als Flauschfaden zu normaler Sockenwolle oder einen Flauschfaden zu normaler Sockenwolle? Ja, das kannst du. Silky Kid wäre immer der Flauschfaden meiner Wahl. Die hat ihren Preis, leider, aber Silky Kid hier ist. Na, da ist mein Arbeitsplatz. Silky Kid ist das schönste Mohair, was ich kenne. Es ist von Debbie Bliss. Debbie Bliss hat ja vor ein paar Jahren aufgehört oder ihr Unternehmen umstrukturiert und dann gab es die Angel von Debbie Bliss, was immer das beste Mohair war, nicht mehr. Und Knitting Fever hat dann exakt in der gleichen Produktionsstätte Angel von Debbie Bliss weiter produzieren lassen. Es hat ein anderes Etikett bekommen. Es heißt jetzt Silky Kid von Ella Ray, ist aber ehemals Debbie Bliss und ist ein Wahnsinns-Mohair. Ja, Sonja, probier das ruhig mit dem I-Cord. Wenn ich es hier mal eben zeigen soll für die, aber I-Cord könnt ihr eigentlich, oder? Sonst zeige ich euch, wie das geht mit dem I-Cord. Ach so, ich habe es ja auch hier an meiner Jacke mal wieder dran. Kann man immer mal gebrauchen. Carola schreibt, ich bin klein und nicht ganz dünn. Größe 40,2. Wer ist schon dünn? Größe 42, 42, bin mir nicht sicher, ob eine normale Raglan-Jacke oder so mir besser steht als Alesha. Wenn du wegen der Godets Zweifel hast, dann lass sie einfach weg und strick komplett ohne Godets. Oder du machst Rindbi, weil Rindbi, mit der kann man gar nichts falsch machen. Christine schreibt, sie hat eher V-Figur. V-Figur ist sowieso gar kein Thema bei Alesha. Da braucht man gar nicht auf irgendwas achten. Das ist sehr einfach. Silke schreibt, wenn ich Sockengarn im Farbverlauf nehme, sollte ich was beachten, zwecks der passenden Farbwechsel bei den Godets? Nö, ich würde einfach stricken, wie es kommt. Norogane haben ja auch Farbverlauf und es gibt, witzigerweise, es hat mal eine Umfrage gegeben, passt ihr eure Strickteile an die Farbverläufe ab oder nicht? Und es war 50-50, ist nämlich auch da Geschmackssache. Ich würde immer so stricken, wie es kommt, zumal sie ja quer gestrickt wird. Also da werden vorne ja nicht Querstreifen aneinander.
stoßen. Joanna schreibt, bitte zeigen den I-Cord. Ja, das kann ich zum Abschluss. Mache ich das noch? Sandra schreibt, liebe Grüße aus Hessen. Ich habe als Anfängerin in Jacken und Pulloverstricken auch eine Frage. Wie rechne ich weitere Größen aus? 48, 50, 50, 52. Keine Frage für auf die Schnelle. Denn je größer, desto schwieriger. Du musst die Anleitung, um die es dir geht, nehmen, den Schnitt. Also eine Anleitung ohne Schnittzeichnung würde ich gar nicht in Betracht ziehen. Es muss eine Schnittzeichnung dabei sein. Und dann nimmst du die, misst dich aus, zeichnest deine Maße da rein und musst dann anhand deiner Maschenprobe umrechnen. Das ist nicht so einfach. Wir machen das bei der Alesha gemeinsam, Schritt für Schritt, aber so generell das zu beschreiben, kann ich schlecht hier auf die Schnelle. So. Ja, wir sind schon, Joanna schreibt noch, bin auch immer wieder am Zweifeln bezüglich der Godets und H-Typ. H-Typ und Godets geht. Da würde ich jetzt gar nicht so, das Einzige ist der A-Typ, weil, also es gibt ja so A oder so A, jetzt mal so ganz. Und wenn man wirklich extrem A ist, dann muss man überlegen, mache ich die Godets schmaler, lasse ich ein paar Godets weg oder lasse ich sie ganz raus. Aber bei allen anderen hätte ich da jetzt gar nicht so Sorge. So, jetzt noch mal kurz den I-Cord. Ihr braucht für den I-Cord aus eurem Stück Maschen angeschlagen. Man kann den nicht einfach so in der Luft stricken. Man braucht Maschen. Und wenn ihr jetzt einen Halsausschnitt habt, wo ein I-Cord dran soll, müsst ihr erstmal Maschen aus dem Halsausschnitt aufnehmen. Dann schlagt ihr 3 Maschen an. Am Ende zusätzlich. 1, 2, 3. Und fangt dann an, 2 Maschen rechts zu stricken. Ach, meine Stricknadel ist verdreht. Und dann die nächsten beiden rechts verschränkt zusammen. Dann kommt alles zurück auf die linke Nadel. Dann geht es wieder von vorne los. 2 Maschen rechts stricken, 2 rechts verschränkt zusammen und alles wieder zurück auf die linke Nadel. Und so weiter. Und so entwickelt sich an eurer Kante ein schöner dicker Rand als Abschluss. Ja, Sonja, das mache ich auch. Ich stelle auch schmale Godets vor. Und gestern haben wir im Atelier auch schon mal geguckt. Das Rückenteil hat ja 6 Godets, von denen man wunderbar auch 2 weglassen kann, wenn einem das zu viel hinten ist. So entwickelt sich dann an der Kante ein I-Cord. Und das könnt ihr an alle Kanten dran packen. Halsausschnitt, wie Sonja das auch an ihrem grünen Pulli so schön hatte. Oh, Christiane schreibt, danke, dein Livestream ist immer eine der schönsten Stunden in der Woche. Oh, das ist Dankeschön. Das finde ich total süß. Vielen lieben Dank auch an euch alle. Und ist auch für mich eine schöne Zeit. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart.
Und noch kurz zu Veronika. Ich habe noch Wolle in der Qualität 70, Babyalpaka 20 Seide, Kaschmir 400 Meter auf 100 Gramm. Das hört sich für Alesha gut an. Ich kann nur keine Frage. Ist das die Frage, ob das für Alesha geeignet ist? Ja. Highlight der Woche. Ihr seid echt süß. Vielen Dank. Es freut mich sehr. Veronika, wenn ich dich jetzt ein bisschen zu kurz abgehandelt habe, dann schreib mir einfach noch mal eine E-Mail. Und ich freue mich schon. Denkt dran, Farbberatung mit Claudia Meier. Wir brauchen viele Fragen, aber wir haben schon viele, Claudia. Oh Gott, das wird lustig. Dann wünsche ich euch noch einen ganz tollen Sonntag und verabschiede mich. Bis dahin. Tschüss.